Awake CSGO fragt, darf ich das FAQ einleiten? Hashtag, zu jedem FAQ gehört ein Anfang. Nö. Wuchtel, Maul. Haha, das kannst du deinem zweiten Vater sagen, nachdem er dich und deine Mutter durchgenommen hat. Oh, bist aber richtig krass. Ich weine jetzt. Schätze ich auf 10. Und Tourette hast du anscheinend auch. Wenn du bemittelte Stück Scheiße, kannst du mir ja mal deine Adresse geben. Dann werden wir mal sehen, wer die größere Fresse hat. Wusste nicht, dass man in der Grundschule nur große Buchstaben schreibt. Oh, hol mir deine Cousins. Bin kein Kanake, du Faggot. Zudem würde ich an deiner Stelle mal schreiben lernen. Gibt da sowas, was sich Schule nennt? Und wenn du selbst dafür zu dumm bist, nimm dir einen Duden zur Hand, bevor du im Internet auf dicke Eier machen willst. Deine Adresse hast du immer noch nicht gegeben. Stall los, Digga, hä? Stall los! Direkt rassistisch werden, du Hurensohn. Du bist zu 100% Kroate. Alles klar, ne? Und mit diesem kleinen Dialog wollte ich jetzt das FAQ starten, zu dem ihr mir letzte Woche recht viele Fragen gestellt habt. Und ich würde einfach mal sagen, erste Frage ab. Unfair Nation fragt, wie ist der Clan entstanden? Der Clan ist im Endeffekt aus einer Zuckerfreundschaft von mir und dem lieben Vibesix Gartour entstanden. Und zwar haben wir jetzt, glaube ich, während der Sommerferien kennengelernt. Sein Headset war damals kaputt und wo sein Headset dann wieder ging, haben wir uns einfach mal so überlegt, wir haben beide keinen Clan. Komm, wir überlegen einfach mal, vielleicht machen wir mal einen Clan auf. Und am 21. August 2014 war es dann auch soweit. Ja, Vibes ist jetzt schon über 2 Jahre alt und der YouTube-Kanal wurde damals wegen dem lieben VibesX Energy, ehemalig VibesX Energy, jetzt heißt er nämlich Selectus, gegründet, weil er damals auf die Idee kam, ja komm, lass du einfach mal mit YouTube starten, mal gucken, was draus wird. Und jetzt sind wir schon bei über 1600 Abonnenten. Also ich würde sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. The Yoshi fragt, ich habe einen Ozean, aber kein Wasser. Wer oder was bin ich? Natürlich eine Weltkarte. Eine Grüße an dich, Diggi. Jetzt mal ganz ohne Scheiße, ich wäre da echt nicht drauf gekommen. Allrounder HD fragt. Erstens, wo siehst du den Vibes-Clan 2017? Und zweitens, was denkst du, wie viele Abonnenten ihr Ende 2016 erreichen werdet? Also um auf die erste Frage zurückzukommen, wo sehe ich den Vibes-Clan 2017? Ich denke, ich sehe den Vibes-Clan dort so bei 3000, vielleicht 3500 Abos. Ich weiß, es ist ein bisschen hoch angesetzt, aber ich denke mal, das packen wir. Werden wir ja im Endeffekt sehen. Ich lasse mich da im Endeffekt überraschen. Mal gucken, was auf uns zukommt. Und was ich denke, wie viele Abonnenten wir 2016 erreichen werden. Ja, ich denke mal, ein bisschen mehr als jetzt. Vielleicht so 1800. Vielleicht auch 1850. Kommt ganz drauf an. Barack Obama fragt, was können die Zuschauer in der Zukunft von euch erwarten? PS, bin der alte Tolga, Hashtag FAQ. Was die Zuschauer auf jeden Fall von uns erwarten können, sind unterhaltsame Videos, einfach unterhaltsame Commentaries, lustige Real-Life-Stories, Top 5 wird jetzt auf jeden Fall wieder. Mal gucken, ob es wieder wöchentlich kommt. Lasst euch da einfach mal überraschen. Und ich habe da auch was geplant. Und zwar wird Top 5 sich nicht nur noch auf COD-Clips beschränken, sondern da wird auch noch was anderes dazu kommen. Aber das werdet ihr sehen, sobald ich das mal ausprobiere und dann mal gucke, wie das überhaupt so bei euch ankommt. Und ja, COD-Clan-News werden natürlich weiterkommen und so weiter und so fort. Wir haben noch einige Formate, die wir dann 2017 vielleicht noch rausholen werden. Werdet ihr ja dann alles sehen. Lasst euch da einfach mal ein bisschen überraschen. Und ja. So, das soll es denn vom heutigen FAQ gewesen sein. Ich habe heute nicht alle FAQ-Fragen drangenommen, die unter dem Video standen, wo ich nach Fragen gefragt habe. Gott, ist das ein Zungenbrecher. Weil ich noch für ein nächstes FAQ mir ein paar Fragen aufheben wollte, damit ich da nicht extra nochmal nachfragen muss. Und ja, dann würde ich sagen, das soll es, wie gesagt, vom heutigen Video gewesen sein. Kommentiert gerne, liked gerne, teilt gerne das Video. Das würde uns auf jeden Fall echt mega freuen. Folgt uns auch gerne auf Twitter, dort sind wir extrem aktiv. Ihr könnt auch gerne bei unserem
unserem Twitch-Kanal vorbeischauen. Da wird relativ oft gestreamt, meistens am Wochenende, aber ab und zu auch in der Woche. Und ja, dann würde ich sagen, soll es wie gesagt von heute gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Ja, ciao, ciao.